Cesar Ibn Dahir. Die Weizenkornlegende. Ein Märchen aus Indien. Es war einmal, so im 3. oder 4. Jahrhundert, ein tyrannischer Maharaja Bahadur namens Shri Ram. Er war der sehr festen Überzeugung, durch seine Geburt selbst ein besserer Mann, ein besserer Mensch, wenn nicht gar mehr, als alle anderen des Reiches zu sein, und knechtete seine Untertanen, wie es ihm beliebte. Ob nun zur Mehrung seines schier unermesslichen Reichtums, denn oft kommt Vermögen mit der Gier ins Haus, aus Kurzsichtigkeit, Boshaftigkeit oder schlicht zu seinem Vergnügen. In Kürze stürzte er so das komplette Land in Not und Elend, sodass das Geschrei außerhalb des Palastes groß war. Der Sohn des Dahir sah die Lage und kam ins Grübeln. Er war sich im Klaren darüber, dass etwas geändert werden müsse. Man müsse dem Raja irgendwie vermitteln, was er da täte und was er damit für einen Schaden anrichte. Die Aufmerksamkeit des Königs auf seine eigenen Fehler lenken. Allerdings ohne ihn dabei zu erzürnen, denn das würde eher in Sklaverei, wenn nicht gar auf dem Blutgerüst enden. So erdachte der weise Brahma Sissa ein Spiel, in dem der König zwar die wichtigste Figur sei, aber ohne die Hilfe der anderen Figuren, ob nun die Mantri, die Berater, Rata, die Wagen, selbst Gaja, die Elefanten, Ashwa, Padati oder, wie wir es halt kennen, die Bauern, nicht überleben konnte. Die vermeintlich unwichtigste Figur konnte richtig gesetzt das Spiel entscheiden, den Raja selbst schlagen, und keine von ihnen war allein in der Lage, es zu gewinnen. Sissa Ibn Dahir stellte nun dieses Spiel, Chaturanga, welches wir heute als Schach kennen, dem Maharaja Bahadur vor und unterrichtete ihm in diesem. Die Lektionen im Schachspiel machten auf Shri Ram einen starken Eindruck, und tatsächlich geschah das, was sich Sissa erträumt hatte. Der Raja wurde milder, achtete mehr auf seine Untergebenen und sah sich nicht mehr als Nabel der Welt. Er ließ sogar das Schachspiel verbreiten, damit jeder davon Kenntnis nehme. Um sich nun für die anschauliche Lehre und Lebensweisheit und zugleich Unterhaltung zu bedanken, gewährte er dem Brahmanen einen freien Wunsch. Und da begann Sissa zu überlegen. Schließlich hatte er eine Eingebung und musste darüber selbst ein wenig siegessicher schmunzeln. »O Weisester unter der Sonne, Erster unter Gleichen, Liebling Myriaden Götter«, begann er, »die meisten würden sich nun Silber, Gold und Edelsteine wünschen. Ich hingegen möchte einfach einige Weizenkörnchen haben.« Er nahm das Schachbrett vom Tisch und legte es vor sich. »Legt einfach ein Weizenkorn auf das erste Feld. Doppelt so viel auf das zweite, also zwei. Auf das dritte wiederum das Doppelte von dem zuvor. Ergo 4. Und immer so weiter.« Shri Ram lachte und war zugleich etwas erbost, denn dieser lächerliche Wunsch wirkte viel zu gering für ein solch fantastisches Spiel. Er versprach Sissa, den Weizen zu seinem Haus liefern zu lassen, und entließ ihn für den heutigen Tag. Ich meine, wie viel kann das schon sein? Käme überhaupt ein Säckchen voll? Vielleicht zwei. Als er sich ein paar Tage später erkundigte, ob Sissa seine Belohnung schließlich im Empfang genommen hätte, sagte man ihm, der Rechenmeister wäre noch nicht fertig, die genaue Menge der Weizenkörner berechnet zu haben. Da war der Maharaja schon ein wenig verblüfft. Nach einigen weiteren Tagen meldete sich nun der Vorsteher der Kornkammern und ließ verkünden, dass er diese Menge an Getreidekörnern im ganzen Reich, vielleicht auf dem ganzen Kontinent, wenn nicht gar auf der ganzen Welt, nicht aufbringen könnte. Ungläubig ging Shri Ram zum Rechenmeister und ließ die Summe verkünden. »Herr, die Menge der Weizenkörner ist 2 hoch 63 plus 1 minus 1. Oder halt
18.446.744.773.079.501.615. Der Kiefer von Maharaja glitt nach unten. Ein wenig zu abstrakt für euch, meine Freunde? Lasst es mich so sagen. Diese Menge wären letztendlich ungefähr 922 Milliarden Tonnen Weizen. So als kleinen Vergleich, letztes Jahr hatten wir eine Ernte von 765 Millionen Tonnen. Weltweit. Durchaus ratlos stellte er, also Shyam, sich nun die Frage, wie das Versprechen eingelöst werden könne. Denn, dass er wortbrüchig wurde, stand für den geläuterten Raja außer Frage. Da half der Rechenmeister dem Herrscher aus der Verlegenheit, indem er ihm empfahl, er solle Sissa ibn Dahir ganz einfach das Getreide, Korn für Korn, selbst zählen lassen. Das glaubt ihr nicht? Ihr meint, es sei nur ein Märchen? Ich sagte euch schon einmal, ein jedes Märchen ist wahr. Es muss so sein, ansonsten ist es kein Märchen. Probiert es einfach selbst aus. Nehmt euch ein Schachbrett und fangt mit einem Weizenkorn an.